Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Darksiders, der War Master Edition. Ich bin schon mal zu Azrael zurückgelaufen. Und jetzt heißt es wahrscheinlich den letzten Kampf bestreiten. Mal gucken, was passiert. Ich hoffe, ich komme wirklich gegen diesen Drachen an. Es ist Abaddon. Uriel führt die Höllenwache gegen ihn an. Wie du vorhergesagt hast, die Höllenwache wird scheitern. Todesengel, diene mir ein letztes Mal. Mit jemand anderen verwechselt. Sie hat ihn geliebt. Und ich glaube, dass er auch sie geliebt hat. Vor langer Zeit, bevor all das geschah. Törichterweise stellte er die Pflicht über alles und starb dafür. Wirst du ebenso handeln? Der Himmel jagt dich. Die Hölle hasst dich. Die gesamte Schöpfung schert sich nicht darum, ob du lebst oder stirbst. Schließe dich mir an, Krieg. Wie ein großes Schwert werde ich dich erheben. Und unsere Feinde werden vor uns erzittern. Die Beute von 1000 Ziegen wird dir gehören. Oder diene der Gerichtsbarkeit eines korrupten Rates und einem Schöpfer, der seine Gläubigen im Stich lässt. Diese Wahl biete ich dir, Reiter. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ich treffe die Entscheidung, die ein Feigling einst nicht traf. Oh, ich hab Angst. Oh, ich hab ein Pferd. Super, ich hab mir das Pferd zur Verfügung. Pferdchen. Wow, sehr stark. Wow. Nochmal. Warum haut das Pferd ab? Oh, verdammt. Ey, warum haut das Pferd immer ab? Boah. Ey, warum haut das Pferd immer ab? Ey, ich dachte, ich weiß nicht, dieses Pferd regt mich gerade auf.
Komm mit, Pferdchen. Oh, jetzt gehen wir eine Ebene tiefer. Die Armageddon-Klinge. Das wird interessant. Wird es? Verdammt. Autsch. Alter, ich komme nicht gegen ihn an. Das Ende naht. Oh, ich krieg wie blöder, aber ich will nicht da und so viel klicken. Meine Maus ist mir da viel zu lieb. Was denn jetzt? Ah. Verdammt. Boah. Du hast mich gezwungen. Du hast mich gezwungen. Kann ich nicht einfach eh drücken, Mann, oh. Ah, macht das mit Teleportation. Du hast mich gezwungen. Ich hab dich zu gar nichts gezwungen, Freundchen. Du hast mich etwas gelehrt, Abaddon. Manchmal muss man die Pflicht vernachlässigen, um zu tun, was getan werden muss. Es ist nicht die Pflicht, die mich dich jetzt töten lässt. Uriel. Ernte, was du gesät hast, Verräter.
Du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Der Rat. Sie wussten, dass du wegen deiner wertvollen Ehre niemals den Henker spielen würdest. Also ließen sie dich fallen. Sie wussten, dass du jeden abschlachten würdest, um deinen Namen reinzuhalten. Und du hast es getan? Nein! Geduld, Hure. Für dich habe ich auch noch etwas. Das nehme ich. Wenn es gebrochen würde, kämst du vielleicht auf Gedanken, wie zum Beispiel, nicht in deinen Käfig zurückzugehen. Es ist wirklich tragisch. Du hattest die Freiheit in Händen und dann hast du sie verloren. Was ist so verdammt lustig? Selbst du würdest nicht auf deiner eigenen Beerdigung lachen. Ich lache über dich. Nex Sacramentum. Der Todesschwur ist vollendet. Höllenwachenhure! Was hast du getan? Nein, nein, nein! Ich werde deine Innereien durch deinen heiligen Schein ziehen. Steh nur wieder auf. Ich werde dich nochmal töten. Ich habe nur Befehle befolgt. Wie du. Halt deine Klappe. Was hast du vor? Gegen den Rat kämpfen? Gegen alle kämpfen? Du wirst niemals entkommen. Hörst du? Niemals! Vergiss nicht, wer die Leine hält. Du nicht. Ich habe es nicht vergessen. Du hättest das schon viel früher mit dir machen sollen. Du wusstest. Du wusstest, was passieren, was ich tun würde. Deshalb hast du mich verschont. Nein. Warum dann? Weil ich nicht wollte, dass die letzte Ehre des Himmels mit seinem Meister stirbt. Die Schulden sind beglichen. Die Pflicht könnte mich eines Tages wieder das Schwert gegen dich erheben lassen. Wenn dieser Tag kommt, werde ich nicht zögern. Du wirst gejagt werden. Die Weiße Stadt mit Sicherheit, der Rat und auch andere. Willst du diesen Krieg alleine führen? Nein. Nicht alleine. Oh, die anderen drei. Reiter. Wow. Das war also Darksiders The War Master Edition, also beziehungsweise generell das Darksiders. Und jetzt habe ich das Spiel endlich durchgezockt. Wow, ich bin richtig stolz auf mich. Aber ich kann mir schon denken, was der Reiter, also der Krieg, damit anzetteln wollte. Denn es gibt ja noch das Darksiders 2, die Definitive Edition. Das ist also auch eine War Master Edition. Neue Grafiken, alles neu aufgemotzt. Und da geht es um den zweiten Bruder, nämlich den Tod. Und den steuern wir beim nächsten Mal. Er legt sich sofort an das Let's Play hier. Morgen kommt ein anderes Let's Play. Aber irgendwann werde ich wahrscheinlich auch noch das zweite Darksiders 2 spielen. Und dann freue ich mich schon, was der Bruder, also der Tod, alles machen wird. Weil wir schlüpfen dann in seine Rolle, dann nicht in die Rolle des Kriegs. Ja, also ich muss sagen, das Spiel hat mich schon ein bisschen zur Verzweiflung und zum Nerven gebracht. Aber ich muss sagen, es hat mir sehr schön gefallen. Ich habe die Synchronsprecher habe ich genossen. Ich habe die deswegen auch die Texte abgeschaltet, weil ich wollte, dass einfach kein Untertitel dieses Spiel stört. Und das mache ich eigentlich immer bei Videospielen, dass die Spiele wie ein Film dargestellt werden. Einfach ohne Untertitel, das ist einfach hervorragend. Und das habe ich für mich persönlich auch entdeckt, dass es einfach viel besser wäre. Werde ich auch in zukünftigen weiteren Spielen auch immer so lassen. Keine Untertitel, solange keine Untertitel erforderlich sind.
Okay, bis auf die englischsprachigen Spiele, wo man Untertitel braucht, aber das ist egal. Auf jeden Fall, mir hat das Spiel gefallen. Ja, was jetzt als nächstes passieren wird in der Welt, weiß ich nicht. Die Menschheit ist ja so genannt verloren. Es gibt die Menschheit, glaube ich, auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Untergrundorganisationen gibt, dass noch Menschen irgendwie überleben. Ich würde gerne wissen, was mit der Menschheit geworden ist, nachdem das Siegel, nachdem alles gebrochen worden ist. Aber ich glaube, das werden wir erst erfahren, wenn die Spiele irgendwann mal vollendet sind. So. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Abspannen. Vielleicht passiert am Ende noch was. Ich lasse es daher komplett durchlaufen. Ich muss sagen, bleibt mir gewogen. Und bis morgen zu einem neuen Let's Play. Ciao.